Herzlich willkommen bei S21VTV. Kurzer Blick auf den Kriegsberg und dann auf die Betonklötzle hier an der alten Bahndirektion. Dass die ausgeschnitten sind, haben wir schon längere Zeit gesehen. Und jetzt sind sie auch versetzt worden, also wahrscheinlich bald Abtransport. Ja, und auf der Frontseite der alten Bahndirektion sehen wir hier schon die ersten neuen Anbauten, nenne ich es mal. Also Abdichtung ist drauf, Leerrohre werden hier einbetoniert und was ich als erste Info zeigen will, also als Hauptmotiv, eine Einfassung, Fundament fürs Portal, fürs Eingangsportal. Es wurde ja damals abgebaut und eingelagert. Und ich schätze mal, in einigen Wochen wird es wieder angebaut. Man kann an der Fassade auch sehen, wo das Portal mal befestigt war. Zoomen wir rein bis BA12. Galeriestütze K21. Spannbetonbrücke Gleis 1 in BA11. Spannbetonbrücke Gleis 2-3.
BA10 Baulogistikrampe Rückbau. Ich schätze, sie wird abgebaut bis zu dem Anschluss hier, bis zur Abzweigung. Denn mittlerweile sind ja hier in BA9 die Flächen vorbereitet. Also Gleis 2, 3 und 4, 5 aufgefüllt, Arbeitsplatte drauf. Und man kann bis auf Bahnsteig 1 fahren und somit die komplette Logistik aufrechterhalten. Nochmal zurück in BA 11 Süd, Bahnsteig 1. Von hier sieht es aus, als bekommt die Bahnsteigkante die Schalung, und zwar die Innenseite, also im Grabekanal. Das sieht doch gut aus. Und auch auf der anderen Seite.
nochmal zurück zu Spannwirrungbrücke Gleis 2-3, denn hier sieht man direkt diese Armierungsleiste, diesen Streifen im Bahnsteig 2. Wollte ich nochmal drauf zoomen. Und das ist dann unterkante Fahrbahn, also das hier, wo die Flasche steht, und das hier ist dann die Notkante, falls mal irgendjemand aus unerfindlichen Gründen im Gleis rumstiefelt, dass er schnell raus kann. Versuchen wir nochmal K27. Und jetzt heißt es danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!